Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Florian Görbig und im heutigen Tutorial geht es um eine spezielle Technik, wie du mit Photoshop und Hilfe vom Blitzlicht einen glasklaren Fensterblick, wie du es hier in diesem Beispiel siehst, machen kannst. Im Englischen nennt sich diese Technik Window Pull im Darken Mode und auf Deutsch kann man das so grob übersetzen mit klarer Fensterblick im Abdunkeln Modus. Was sich dahinter verbirgt, das zeige ich dir jetzt einfach mal. Aber vorab möchte ich dir einfach mal ein Beispiel zeigen. Und zwar einmal ein klassisches HDR-Foto. Das ist ein Bild, was ich bin mir jetzt nicht sicher, ob aus 3 oder aus 5 Belichtungsreihen. Auf jeden Fall aus einer Belichtungsreihe ein zusammengesetztes HDR. Und wie ihr seht, ist der Fensterblick ganz in Ordnung hier, aber noch lange nicht so, dass man sagt, okay, der ist glasklar. Hier im Vergleich ein Foto mit der Technik, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Wie ihr hier sehen könnt, ist der Blick aus dem Fenster deutlich klarer. Man kann richtig schön hier draußen den blauen Himmel und die Bäume erkennen. Und was halt auch bei der HDR-Technik häufig der Fall ist, was wir hier zum Beispiel sehen können, sind solche Artefakte hier an dem Übergang vom Fenster zu dunkleren Bereichen. Solche Überblendungen hier. Da oder auch so ein bisschen hier zu sehen, dass der weiße Fensterrahmen sozusagen ein bisschen überblendet ist. Da gibt es noch deutlich extremere Beispiele. Wenn ihr das hier mal vergleicht, so hat man hier eigentlich innen im Fensterrahmen kaum weiße Überblendung. Auch hier sieht das Ganze deutlich besser aus und das lässt sich eben mit Blitzlicht sehr gut bewerkstelligen. Ja. Also, ich zeige euch das jetzt mal an einem anderen Beispiel, und zwar an diesem hier. Das ist ein Schlafzimmer. Dieses Bild ist grundsätzlich schon mal vorbereitet von mir, und zwar handelt es sich hierbei um zwei Aufnahmen. Eine Aufnahme, die ich mit ganz normal bei Tageslicht gemacht habe, und eine Aufnahme, die ich mit Blitzlicht gemacht habe. Und diese, Entschuldigung, ich habe bin ein bisschen erkältet, deswegen räusper ich zwischendurch mal so ein bisschen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Eine zweite Aufnahme Blitzlicht, die ich dann hier quasi in einem Bild miteinander verschmolzen habe. Das ist die sogenannte Flambient-Technik, die ich in den beiden letzten Videos auch schon gezeigt habe. Und ja, wie ihr seht, ist hier der Fensterblick. Der ist gar nicht mal so schlecht. Ich sehe hier Bäume, ich sehe das Nachbarhaus, ein bisschen Struktur im Himmel. Und ich sehe auch hier schon einen schönen geraden Abschluss zum Fensterrahmen. Ja, das heißt, auch das sehe ich bereits hier bei der Flambient-Technik schon. Und dieser Fensterrahmen ist halt nicht überstrahlt, wie es mit der HDR-Technik sehr wahrscheinlich der Fall gewesen wäre. So, um jetzt hier einen klaren Fensterblick hinzubekommen, brauche ich aber eine weitere Aufnahme. Und zwar den sogenannten Window Pull. Oder, ja, ist schwierig auf Deutsch zu übersetzen, der klare Fensterblick. Das ist eine extra Aufnahme, die quasi auf das Fenster korrekt belichtet ist oder auf den Außenbereich korrekt belichtet ist. Ja? Das heißt, ich nehme meine Kamera, belichte auf den äußeren Bereich, dass ich den schön korrekt belichtet habe. Das hat zur Folge, dass der Innenraum komplett zu dunkel wird. Ja? Und dann mache ich Folgendes. Ich nehme mein Blitzlicht und schieße direkt auf das Fenster, dass im Prinzip alles um das Fenster herum überbelichtet ist. Ja, also das ist das Geheimnis bei der Sache. Auf das Fenster belichten, auf das Außen sozusagen, und dann Blitz nehmen, direkt hier drauf halten und so viel Blitzpower, bis sozusagen alles rund um das Fenster überbelichtet ist. Ja, und jetzt kommt die ganze Magic, das ganze Geheimnis. Ich lege mir diese Blitzaufnahme vom Fenster über mein normales Foto auf eine Ebene. Das ist mein normales Foto hier. Eine Ebene drüber lege ich mir dieses Fensterbild. Dann mache ich Folgendes. Ich wechsle hier von dem normalen in den abdunkeln Modus. Das hat zur Folge, oder das hat erstmal noch nichts zur Folge. Und jetzt lege ich mir hier eine Ebenenmaske drüber,
Aber ich brauche eine ebene Maske, die alles verdeckt. Das mache ich mit Command und I, invertieren sozusagen. Das heißt, ich sehe jetzt im Prinzip wieder genau hier unten meine ganz normale Ebene. Und jetzt mache ich Folgendes. Wichtig, Vordergrundfarbe hier auf Weiß stellen. Ich nehme mir einen Pinsel. Gucken von der Größe, der kann etwas größer. Machen wir mal 500 Pixel. Das ist gut. Deckkraft von 100% und auch einen Fluss von 100%. Und dann gehe ich her und male mir sozusagen hier. Und ich kann hier ruhig über die Ränder drüber malen. Das ist nämlich dieses Geheimnis, dieses Abdunkeln-Modus. Er holt mir nur diese hellen Stellen hervor. Oder hier diese aus dem Fenster. Ja? So. Ich muss also nicht hier ganz korrekt irgendwie arbeiten, muss das irgendwie ganz fein maskieren. Nein, ich kann in diesem Abdunkeln-Modus hier einfach mit dem Pinsel drüber malen und er pickt mir nur die Bereiche des Fensters raus. So, das ist letztendlich schon das finale Ergebnis. Einmal vorher, ohne den Window-Pull, ohne den klaren Fensterschuss mit Blitz. Und hier mit. Ja, jetzt könnte er natürlich, wenn er wollt, wenn er sagt, okay, das sieht vielleicht ein bisschen zu künstlich aus, kann man hier natürlich sich überlegen, dass man nochmal eine Ebene drüber legt, speziell nur auf das Fenster, dass man sagt, okay, ich mache die Helligkeit hier draußen, kann speziell die Helligkeit ändern, macht es nochmal irgendwie ein bisschen heller. Ja, das sind also so Sachen, da kann man hinterher noch ein bisschen nachjustieren, aber grundsätzlich funktioniert so die Technik. Klarer Fensterblick im Abdunkeln-Modus bzw. Window-Pull im Dark-Mode. Ja, das war's für heute und ich denke, in einer der nächsten Tutorials werde ich mal so einen kompletten Workflow zeigen, wo ich meine drei grundsätzlichen Aufnahmen, die Tageslichtaufnahme, die Blitzlichtaufnahme und den Window-Pull miteinander vereine, dass man einmal mal den gesamten Workflow sozusagen sieht. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Bye bye!